So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir die Wundertüten-SBC, ich habe eben nachgeschaut, plus Long Lees gekommen. Also er hat gegen Joe Felix gewonnen und da war noch irgendwer, den man wählen konnte. Ja, Long Lee hat gewonnen. Schade, ich hätte sehr, sehr für Joe Felix gehofft. Aber nun gut, wir haben die Best-of-Gruppe, zwei Wundertüten-SBC. Ich will mich gar nicht so lange aufhalten. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Morgen Livestream, das wollte ich auch nochmal ankündigen. Plus wir werden meine warum zwei? Okay, easy, EA gönnt. Okay, ey Gönn, wir werden unser Pack am Ende machen, das wollte ich sagen. Und jetzt gehen wir erstmal bei euch rein und schauen, was wir so ziehen können. Let's go. Okay. Hast du dich auch gewundert, dass diese Packs jetzt so 81... Ja, die haben nicht mal Chemie gebracht. Ich glaube mir, das machen die alles extra. Die haben gesehen, Robby hat investiert. Wir bringen extra so, auch mit der Chemie, mit dem Rating, dass Sarabian nicht steigt. Also, oder High Rated halt nicht steigt. Ich habe auch investiert. Ja, Investition auch fürs Video. Jetzt, Leute, behaltet eure Investitionen. Ja, mein Sarabia ist jetzt, also ich würde pro Karte 400 Münzen Verlust machen, aber ich behalte meine Investitionen. Ich habe 400k reingehauen, da muss noch was kommen in den nächsten Tagen. Okay, erstes Pack, let's go. Wir sind soweit. Okay, let's go. Komm schon. Heide, wir haben noch kein Pack davon gesehen. Bitte, yay. Die haben mich heute so verarscht. Food Birthday ist das Beste, das ist Future Star. Komm schon. Kabak, glaube ich. Müll. Schreiben wir so auf. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr gezogen habt, Jungs. Sehr, sehr wichtig. Einfach ein bisschen durchlesen, was ihr so gezogen habt. Lohnt sich die SBC überhaupt? Ich bin auch gespannt, was ich gleich ziehen werde. Komm schon. Aufstehpacks sind back. Mit diesem Pack sind mein Fuß. Aufstehpacks sind back. Oh, Kabak auch. Mein Nagel. Unter Stuhl durchgerollt. Er hat auch Kabak bekommen. Ey, wisst ihr, was passiert? Ich bin aufgestanden, wollte Stuhl wegschieben, über Fuß gerollt mit Stuhl. Aua. Sogar barfuß bin ich gerade, perfekt. Wie stehst du Weekend League? 0-0. Perfekt. Perfekt, ich fange heute Abend an. 30 Spiele bis morgen schaffe ich, easy. Heute mache ich, glaube ich, 12 oder so und dann morgen Rest. Komm schon. Food Birthday, bitte. Gönn. Ey, Lozano. Den erkenne ich doch direkt bei Mexiko. Ich weiß ja nicht, ob die so gut sind. Zweimal Kabak, einmal Lozano. Schreibt mir wie gesagt wirklich in den Kommentaren oder markiert mich am besten sogar auf Instagram in meine Story, The Real Pains auf Instagram, wie ihr oder was ihr gezogen habt. Komm schon, Pack Nummer 4. Ich hab's gesagt, jetzt Argentinien, ich bin der prediktende Boss. Oh, ich wollte schon sagen. Luis Felipe, Lazio hat gerade verloren. Schmutz, Lazio, Schmutz. Ihr hättet Meister werden können. Juve hat gegen Mailand gefällt unter der Woche, heute gegen Atalanta. Die hätten es schaffen können, aber selber schuld. Okay, du kannst starten, ich komme. Jungs, wir haben was Neues. Das ist so, dass ich gebe dem... Ich kann kein Deutsch mehr. Ich gebe dem Pack, oder hier, was ich in der Hand habe, einen Namen. Das ist Cringe Pack. Das habe ich noch von damals. Lass mich nicht lügen, dritte Klasse Karneval. Ja, warte, du musst erstmal in FIFA reingehen, dann zeige ich das, was ich in der Hand habe. Okay, let's go. Jungs, ich traue mich gar nicht. Okay, du kannst öffnen, ich ziehe sie an. Let's go, wir gehen rein. Cringe Pack. Okay, los geht's. Dritte Klasse. Da kommt Feelings hoch, Jungs. Karneval. Oh mein Gott. Wenn das jetzt nichts bringt, werde ich auch nicht. Good Birthday. Cringe Pack. Frankreich. Nein. Oh, Harvard. Okay, Cringe Pack. Du bist nicht schlecht. Ich habe mich gerade richtig unwohl gefühlt. Ne? Ich habe Real Talk. Jungs, ich habe Gänsehaut bekommen, weil mir das selber unangenehm war. Alter, okay, das ist absolut Cringe Pack. Das passt. Ich bin gespannt, ob wir einer wirklich so ein Mbappé ziehen kann oder ansatzweise was Gutes, weil wir haben wirklich nur Müll bis jetzt gehabt. Oha, Skip-Pack. Ah ne, es war ein Spieler-Pack. Ja, okay. Nichts gesagt. Okay, ich öffne einfach. Okay, let's go. Ohne reden. Jungs, wir sind leise. UCL Live. Ellen. Ah, wenn die gegen Barca weiterkommen, dann ist er nicht schlecht. Dann kriegt er so eine 88, 89 oder so, ne? Erstmal das auf entspannt. Wir machen das alles uncut, glaubt mir, das bringt was. Ein bisschen jetzt kommt so epische Musik, die geht langsam. Okay. Epische Musik, bisschen, die wird immer heftiger. Und beim Bewertungs. Gute Frage. Juan Jesus, okay. Ich hab gesagt, alles uncut. Jetzt gibst du das, tust einen Verein und dann kommt direkt Mbappé. Boah, was wäre das für ein Call? Nehmt mal mit, sogar tradable. Ja, okay, Drop kommt schnell, du musst schnell machen, Drop kommt jetzt. Okay. Jungs, Drop kommt jetzt. Ja, der wird kommen. Kommt so langsam Beat. Die Musik wird immer lauter. Jetzt haben wir durch. Jetzt kommt Food Birthday. Ja, okay. UCL Live. Und dann jetzt Drop. Perfekt, Digga. Vergesst alles, was ich gesagt habe.
Alles scheiße. Mega. Ja, bringt gar nichts mehr. Einfach Badewanne gehen, sage ich, wie es ist mit Föhn. Jetzt aber, wenn. Irgendwann muss doch gegönnt werden, kann doch nicht sein. Am Ende genau die ziehen, was die nicht bei mir öffnen und markieren mich wieder auf Insta. Ach, Kabak zum dritten Mal, Digga, perfekt. Zum dritten Mal. Kabak, garantierte Kabak SBC. Wir starten. Okay, Jungs, die anderen Packs, die er jetzt noch hat, die ihr seht, er hat ja 20 Packs, die kommen morgen im Livestream. Wir streamen, ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich stehe erstmal auf entspannt auf, genieße meinen Sonntagmorgen und dann irgendwann mittags komme ich live und spiele ein bisschen Wicked League. Okay, warte, schauen uns kurz die Packs an. Oh, die 84er, die sind geil. Auf die freue ich mich sehr. 19 Stück davon, okay. Wir gehen in die Wundertüten rein. Wir können, wenn du willst, wenn jetzt mindestens 87er Rating ziehen, können wir ein 84 Plus Pack aufmachen, wenn du willst. Okay. Komm, bitte Food Birthday, bitte. Ey, Team Chester. Bitte nicht Kabak, bitte nicht Kabak. Wer ist das? Ah, Diaby. Kommt in die London. Sollen wir uns an die Regeln halten und kein 84 Plus aufmachen? Oder sollen wir Regeln brechen und die Gangster spielen? Wir brechen die Regeln, Jungs. Nummer 2 für DJ Enes Rückennummer. Wir brechen hier live die Regeln. Komm. X der Regelbrecher, so nenne ich mich. Neuer YouTube-Name. Ja, perfekt. Maguire? Nee. Tarkowski. Grüße gehen raus an Tactics. Tactics feiert diesen Tarkowski sehr. Okay, danke dir, ne, für dein Pack. Wir hören uns dann morgen im Livestream mit den ganzen Packs. Ich öffne, ne? Okay, let's go. Pack Nummer 10. Und ich kann sagen, wir haben heute nur Much außer Harvards gezogen, der in Ordnung war. Komm schon. Okay, kann doch nicht sein, dass wirklich hier nur Much gezogen wird. Ich hab noch nichts gezogen. Aus 9 Packs nur ein Food Birthday kam auch raus. Ja, wieder kein Food Birthday. Kein Kabak. Kabak zum 4. 10 Packs, 4-mal Kabak. What the fuck? Also fast wirklich ein Pack nur mehr und es wäre die Hälfte einfach. Zu wild. Zu wild, wirklich oh krank. Oh mein Gott. Kabak dachte sich, es wird ehrenlos, Jungs. Ja, komm. Streamst du leicht nebenbei, oder? Nee, ich mach Video gerade. Also das kommt heute noch ins Video rein, dein Pack. Das kommt so gegen 9 Uhr online, würde ich sagen. Und morgen stream ich. Also morgen aufschreiben, Chat. Morgen wird gestreamt gegen, wie gesagt, 14, 15 Uhr bin ich live. Oh! Inform? Schmeckt, tradable. Soll ich einfach öffnen? Du kannst öffnen. Wir machen nochmal ein Cringe Pack, wir probieren es nochmal. Let's go. Du siehst es dann im Video. Ich bin gespannt. Ich sehe hier durch sogar ganz wenig. Komm schon. Ja, Cringe Pack ist immer gut. Bitte Frankreich. Komm bitte, bitte. Nein, wer bist du? Ah, Hernandez, ja. Nicht so los. So wenig hat gefehlt. Aber zweimal Cringe Pack, zweimal Food Birthday. Und hier war es jetzt richtig knapp. Schade. EA hat angetäuscht. Die kleinen. Mann, warum nicht Stürmer? Schade. Ich sag lieber nichts. Nicht EA beleidigen, Jungs. Nicht EA beleidigen. Nicht gut. Die geben euch dann keinen Packluck. Okay, Jungs, wir senden es ab. Let's go. Unser Pack kommt jetzt am Ende. Schneidet euch irgendwie am Ende hin. Jetzt bin ich noch ganz am Anfang. Bedeutet, ich habe noch gar kein Pack gesehen. Das machen wir ja immer so. Ich ziehe mein Pack zuerst. Und am Ende gehe ich bei euch rein. Aber schneidet euch mein Pack immer ganz am Ende. Finde ich, ist am besten. Ja, ich weiß ja noch nicht, was die anderen gezogen werden. Deswegen, ich bin gespannt. Können wir hier am besten eine Food-Birthday-Karte rausziehen? Weil bei den Food-Birthday-Karten, vor allem bei Frankreich, gibt es Griezmann, Mbappé, Saint-Maxime, wenn man ihn so ausspricht. Also da gibt es schon sehr, sehr coole Karten zu ziehen. Wir schauen einfach mal. Wir öffnen erstmal hier das 2 seltene Spieler-Pack. Komm, fahr durch, bitte. Schade, was hat jemand Tor gemacht? Sassuolo hat Tor gemacht gegen Lazio. Das war's mit der Meisterschaft, Lazio. Das war's mit der Meisterschaft. Aber nun gut. 83er blind, mitnehmen, mit Kursland. Und jetzt geht's rein. Yay, ihr wisst. Gönn, bitte, komm schon, eine geile Food Birthday Karte würde ich doch mitnehmen. Gönn, Food Birthday, UCL Live. Wer bist du denn? Ne, den habe ich doch schon, Eder Militao. Och man, ich habe doch Eder Militao 90er, Digga. Ja, Jungs, Much, ganz dickes Much, ganz dickes Much. Aua, wir sehen uns bei der Endcard, bis gleich. Okay Jungs, wenn es euch dann gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Nur Much dabei, also Experiment, Stiftung, nein. Wie heißt das nicht? Stiftung, Warentest, negativ. Diese Packs, okay, warte, nein, das kann man nicht so sagen. Man braucht ein 81er, 82er Team. Wir sagen einfach so, die Packs waren Much, aber es lohnt sich, weil es halt nichts kostet, so gefühlt. Wenn man
85 bis 92er Pack macht, kann man das Pack gefühlt kostenlos machen. Also 50-50. Wenn man reinlackt, lohnt es sich. Wenn nicht, schade. Ich bin raus, Jungs. Lasst euch gerne liken. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Und ciao, ciao. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fan.